Hallo zusammen, ihr seid mal wieder bei der Autotester.de, eurem Autotester, wie der Jan so gern sagt, des Vertrauens. Und heute haben wir kein neues Modell für euch mitgebracht, sondern wir machen einen Technik-Workshop mit euch. Das klingt jetzt ein bisschen aufgesetzt, aber tatsächlich wollen wir euch im Kia Ceed etwas vorstellen, was ihr vielleicht noch nicht kennt, nämlich ein intelligentes manuelles Getriebe. Und das nennt Kia IMT-Getriebe, Intelligent Manual Transmission. Und das ist ein Getriebe, das speziell entwickelt worden ist, um es zu ermöglichen, in einem Auto, das kein Automatikgetriebe hat, auch segeln zu können. Segeln, ich weiß nicht, ob jeder von euch weiß, was segeln bedeutet. Der englische Begriff hier ist Coasting. Also, ich versuche es ganz einfach zu erklären. Man fährt mit dem Auto und das Auto braucht, aber ist auf der Ebene oder vielleicht leicht abschüssig und das Auto braucht eigentlich kein Gas. Eigentlich müsste man dann auskuppeln und damit das Auto rollt. Aber dieses Auto kann das jetzt von allein, nämlich dieses intelligente Getriebe erkennt das und kuppelt dann automatisch aus. Das ist dadurch möglich, dass dieses Auto keine klassische mechanische Kupplung hat, sondern eine elektromechanische Kupplung. Und das bedeutet, das Signal, wenn man auf die Kupplung tritt, kommt elektronisch. Und so ist es dann möglich, dass dieses Auto aufgrund seiner Software auch erkennt, wir brauchen keinen Vortrieb, wir können segeln, also kupple ich aus. Das Ganze funktioniert mit einem 48 Volt Mild-Hybrid-System, ein Diesel-Mild-Hybrid in diesem Fall, funktioniert aber auch mit einem Benzin-Hybrid. Also ein interessantes System, das am Ende, und das ist das Ziel, etwa 3% Kraftstoff sparen soll. Das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin, und Kraftstoff sparen bedeutet natürlich auch CO2 sparen. Ich zeige euch mal, wie das innen aussieht, geht gerade mal mit. Und dann schauen wir hier unten, seht ihr, dass ihr etwas ganz Normales seht, nämlich die drei Pedale, Gas, Bremse und Kupplung. Also es sieht aus wie eine normale Kupplung, man erkennt also nicht, dass es hier etwas Innovatives ist, sondern es ist ein ganz normales Kuppeln. Das Kuppeln fühlt sich übrigens auch relativ normal an, wobei dieser Greifpunkt, der Punkt, wo man spürt als erfahrener Autofahrer, jetzt greift die Kupplung, jetzt kriegt das Auto wieder Vortrieb, der ist hier nicht so ganz klar definiert. Es schaltet sich besonders leicht. Also man kann auch als unerfahrener Fahrer das ohne Problem machen. Im Gegenteil, es funktioniert leichter als eine klassische Kupplung, weil es eben diesen klassischen Punkt nicht gibt. Also ein Vorteil, der ein bisschen schwer zu vermitteln ist. Das Auto soll Menschen ansprechen, die unbedingt ein Schaltgetriebe wollen, aber eben auch die neue Technologie wollen. Also auch segeln wollen und damit Benzin sparen. Für nur wenig Geld mehr bekommt man schon ein Doppelkupplungsgetriebe oder ein automatisches Getriebe. Und da würde ich sagen, ist der Vorteil dann natürlich doch größer, wenn man dann auch noch automatisch das Getriebe automatisch bedient. Für mich eine interessante Frage, warum fahren Menschen heute oder warum wollen Menschen heute überhaupt noch ein manuelles Getriebe? Insbesondere die Doppelkupplungsgetriebe machen nämlich die Schaltarbeit heute deutlich besser, als wir das können. Tatsächlich, die schalten schneller und das Ganze ist auch vom Verbrauch her bei einem modernen Doppelkupplungsgetriebe verbrauchsgünstiger, als wenn wir das manuell schalten. Der einzige Nachteil ist, die automatischen Getriebe kosten halt deutlich mehr Geld, so 2.500 Euro mehr. Aber man bekommt hier auch natürlich etwas mehr.
Man muss sich nicht mehr auf Schalten konzentrieren im Stau, im Stop-and-Go-Verkehr. Das ist ein großer Vorteil. Also da frage ich mich bei der kleinen Differenz zum Automatikgetriebe, zum Doppelkupplungsgetriebe, fällt es mir schwer, Argumente für dieses intelligente manuelle Getriebe zu finden. Ich denke, viele von uns, die etwas älter sind, die kennen Fahren mit automatischen Getrieben vor allem von früher. Und da haben die Dinge hochgedreht. Es war so ein Opa-Feeling im Auto. Also das hat sich ganz furchtbar angehört, die alten automatischen Getriebe. Und sie haben deutlich mehr verbraucht, diese Autos mit automatischem Getriebe, als die manuell geschalteten. Heute, wie gesagt, ist das nicht mehr so. Kann also nur jedem empfehlen. Kauft euch mit dem nächsten Auto ein schönes, modernes Doppelkupplungsgetriebe, ein modernes Automatikgetriebe. Und ihr werdet bald sehen, ihr werdet glücklich sein damit. Denn es ist ein großer Komfortvorteil. Man muss sich, wie gesagt, nicht mehr auf Schalten konzentrieren, sondern kann sich ganz auf den Verkehr konzentrieren. Der Kia Ceed ist ja ein Kompaktmodell, also ich würde sagen Golfklasse. Ich denke, das trifft es ganz gut und für mich ein sehr, sehr gutes Kompaktauto, tolle Verarbeitung, schöne Materialien, man fühlt sich wohl, klare Bedienstruktur. Und wir haben hier den 1,6 Liter Dieselantrieb mit 48 Volt Mild-Hybrid-Unterstützung. Dazu ist eine 10 Amperestunden Batterie eingebaut, die 10 kW zusätzliche Leistung generieren kann. Und wir haben hier 136 PS Leistung. Und wie gesagt, es geht hier um diese neue Kupplung, um diese intelligente manuelle Kupplung, die hier eingebaut ist. Und das möchte ich euch jetzt auch während der Fahrt mal beschreiben und zeigen. Natürlich darf ich nicht vergessen, die Handbremse zu öffnen. Also, das Kuppeln funktioniert leise, es gibt keinen klassischen Kupplungspunkt. Hauptsache man kuppelt so ein bisschen, also für Leute, die nicht richtig kuppeln können, eigentlich ideal. Und die sich damit schwer tun, alle anderen werden sagen, naja, mir fehlt vielleicht so ein bisschen der Schleifpunkt. Das Auto mit den 136 PS übrigens ist sehr gut motorisiert, das ist jetzt kein Sportler, aber wirklich ausreichend dynamisch. Dieser Dieselmotor verbraucht 4,5 Liter nach WLTP. Und ich denke, so mit knapp unter 5 Liter wird man das Auto auf jeden Fall fahren können. Ich kupple jetzt mal ein und lasse die Kupplung langsam kommen. Gucken, was passiert. Ich lasse sie langsam kommen. Ihr seht, ohne dass ich Gas gebe, geht es leicht vorwärts. Schalten, das ist wie gesagt wie bei Kia üblich, sehr leicht. Die Gänge finden nahezu automatisch ihren Weg. Schaut, ich mache gar nicht viel. Ich ziehe nur nach vorn oder nach hinten. Es ist wirklich sehr angenehm. Und jetzt fahre ich also ganz normal, schalte die Gänge durch. Und sobald ich vom Gas gehe, kuppelt das Auto dann aus und der Motor geht dann auch aus. Übrigens, das Ganze funktioniert bis 125 Stundenkilometer. Also quasi bis zur normalen Autobahngeschwindigkeit sogar, sodass man das auch dort nutzen kann. Man schaut voraus, sieht, man muss jetzt nicht unbedingt Gas geben. Das Auto rollt, kuppelt aus, der Motor schaltet ab. Das macht er dann, wie gesagt, automatisch und kuppelt dann wieder ein, wenn ich Gas gebe. Das ist eine wirklich gute Idee. Das Auto bekommt dann das elektrische Signal und kuppelt dann wieder aus. Also eine gute Idee, die besonders schnell funktioniert, dieses Einkuppeln und dieses Einschalten des Motors mit dem eingebauten Startergenerator. Das ist ganz wesentlich und das ist eben in Verbindung mit diesem 48 Volt Bordnetz, dass eben diese Vorgänge des Startstoppens und eben das Wiedereinkuppels, Einschalten des Motors eben deutlich schneller ermöglicht als die klassischen 12-Volt-Systeme. So, jetzt gebe ich mal so ein bisschen Gas. Kommt jetzt auch noch ein Krankenwagen. So, wir beschleunigen jetzt mal auf die hier zugelassenen 70 Stundenkilometer und dann gehe ich vom Gas und es passiert nichts.
So, jetzt weiß ich auch, ich habe es nachgelesen, warum es bisher nicht funktioniert hat. Das Auto muss 10 Minuten schon eingeschaltet sein, damit es funktioniert. So, und jetzt schaut mal, ich gehe vom Gas und da seht ihr jetzt da oben Segelmodus. Ja? Drehzahl geht auf 0, ihr seht das, Drehzahl ist auf 0, also Motor ist aus und Segelmodus. Und sobald, jetzt drehe ich auf die Bremse, Vorsicht. So, jetzt ist er wieder eingeschaltet. Ne? Also entweder ich gebe Gas oder ich bremse, dann schaltet sich der Motor automatisch wieder zu. Und das ist dieser Effekt. So, jetzt mal, ich bin jetzt gerade wieder zurückgefahren. Ich gebe jetzt mal Gas, ich beschleunige relativ stark. So, komme jetzt auf 90 Stundenkilometer, schalte rund hoch. So, und jetzt gehe ich vom Gas. Und jetzt seht ihr, schaut, Segelmodus, Drehzahl 0. Obwohl ich nicht auf der Kupplung bin, ich tue nichts. Ja. Das Auto segelt, also rollt getrennt vom Getriebe und spart somit Benzin. Motor ausgeschaltet. So, jetzt gehe ich auf die Bremse, schaut mal. Und zack, ist der Motor wieder da. So schnell geht das. Also technologisch schon was Feines. Ich versuch's mal nochmal. Ich gehe vom Gas. Segelmodus, ihr seht, Drehzahl auf 0. Ich gebe jetzt mal wieder Gas. Sobald ich Gas gebe, springt der Drehzahlmesser wieder hoch und der Motor ist an. Also es geht wirklich zack, zack mit diesem 48-Volt-System in Kombination mit dem Startergenerator. Ja, und dann sind wir auch schon beim Fazit. Was möchte ich zusammenfassen zu diesem intelligenten manuellen Getriebe, IMT-Getriebe, das es bei Kia und bei Hyundai für die Mild-Hybrid-Antriebe gibt. Was möchte ich da sagen? Es ist interessant, damit zu fahren. Es schaltet sich leichter als ein klassisches mechanisches, rein mechanisches Getriebe. Aber der Punkt, an dem die Kupplung greift, der ist so ein bisschen schwammig. Es schaltet sich leichter für Menschen, die es nicht gewohnt sind. Jemand, der von einem klassischen mechanischen Getriebe kommt, der wird spüren, dass ihm der Schleifpunkt fehlt. Die 3% Verbrauchsvorteil, die dieses Getriebe bringen soll, sind nicht wirklich viel. Ich denke, wenn ich mehr Geld ausgeben würde, würde ich ein Direktschaltgetriebe, ein Doppelkupplungsgetriebe also kaufen, das mir dann auch die Schaltarbeit komplett abnimmt und ich dann trotzdem segeln kann. Und ich denke, das ist die eigentlich vernünftige Lösung. Immer mehr Menschen werden auch Automatikgetriebe mögen, weil sie eben sehen, dass die Automatikgetriebe heute besser schalten als wir, ohne das, was man früher so mit den Automatikgetrieben verbunden hat, also dem den relativ hohen Drehzahlen und diesem Gejaule. Also eine interessante Entwicklung für Menschen, die auf jeden Fall weiterhin Automatik, ein Schaltgetriebe fahren wollen und trotzdem von dem vom Segeln, vom Coasting profitieren wollen, dieses neu entwickelte Getriebe von Kia und Hyundai. Falls euch gefallen hat, was wir euch heute berichtet haben, hinterlasst uns gern euer Like. Wir freuen uns darüber und natürlich noch mehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann sehen wir uns gern beim nächsten Mal bei der autotester.de.